Selbstständigkeit in 60 Sekunden, heute mit Julia Schuchardt. Julia, was machst du? Hey, ich bin Webdesigner und nach dem Motto Websites leicht gemacht helfe ich Leuten dabei, ihre Websites zu erstellen mit so einfach zu bedienenden Tools wie zum Beispiel Jimdo. Ah, cool. Wie bist du dazu gekommen? Eigentlich ehrlich gesagt über Jimdo. Wegen Jimdo habe ich mich selbstständig gemacht. Wie das denn? Ja, also dafür muss ich ein bisschen ausholen. Ich komme aus dem Bereich Marketing, Kommunikation und habe auch lange im Konzern gearbeitet in dem Bereich Online-Marketing und habe immer viele Content-Management-Systeme verschiedenster Art bedient, die alle ziemlich kompliziert waren in der Bedienung und nicht gerade intuitiv. Und dann gab es bei mir einen familiären Break. Wir sind mit der Familie ins Ausland gegangen für mehrere Jahre und ich war da erstmal komplett raus aus dieser Konzernwelt. Und irgendwann hat mich eine Freundin oder Bekannte gefragt, ob ich ihr mit ihrer Website helfen könnte und sie würde die mit Jimdo machen. Und habe ich gesagt, ja, klar, gucke ich mir mal an. Und dann war es bei mir, also Liebe auf den ersten Klick. Ja, ich war total begeistert, wie einfach es ist, die Website mit Jimdo zu erstellen, dass alles ja genau so ist, wie ich es bearbeitet habe. Und ja, habe da irgendwie erkannt, dass das eine total tolle Möglichkeit ist für mich, um mich selber selbstständig zu machen, tatsächlich, indem ich also Menschen helfe, Websites zu erstellen in solchen Systemen wie Jimdo, die eben super leicht in der Bedienung sind. Mega cool. Und das heißt also, du hast dich dann, als du im Ausland warst, eigentlich selbstständig gemacht. Du hast diesen Break dann genutzt? Genau, also ich habe das bei meiner Rückkehr nach Deutschland dann getan und erstmal nur mit dem einen Projekt und dann kamen einfach immer mehr Anfragen. Ja, und dann habe ich eben Nägel mit Köpfen daraus gemacht und mich wirklich damit selbstständig gemacht. Mega cool. Und ist das dann hauptsächlich über Mund-zu-Mund-Propaganda gewachsen? Ja, also anfangs ging das wirklich vor allem über Empfehlungen, Mund-zu-Mund-Propaganda, genau. Und ja, später kamen eben auch Anfragen durchs Netzwerken. Ja, das ist auch eins meiner Lieblingsthemen. Dadurch, dass ich mich einfach vernetzt habe mit anderen Menschen und dann immer mehr Anfragen bekommen habe. Und war es für dich nochmal eine Option, auch dich anstellen zu lassen? Oder war das dann klar, okay, nee, ich nehme jetzt diese Opportunität, da ist irgendwas und ich gehe da jetzt voll rein? Also ich hatte da tatsächlich kurz drüber nachgedacht, hatte mich auch nochmal umgehört, was es für Möglichkeiten gibt, nochmal festangestellt zu sein. Ich habe aber gesehen, dass es überhaupt nicht mehr gut zu meinem Lebensmodell passt, auch mit meiner Familie. Also auch Vereinbarkeit, auch hier ein großes Thema. Da habe ich einfach wahnsinnig viele Vorteile in der Selbstständigkeit gesehen. Okay. Und gab es bei dir mal so einen richtigen Tiefpunkt auch? Ja, also bei mir gab es einen ganz großen Tiefpunkt mit der Einführung der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung. Das war wirklich ein Moment, wo ich mich so alleine gefühlt habe und ausgeliefert gefühlt habe, den Dingen, die da passieren, auf die ich keinerlei Einfluss habe, denen ich aber jetzt mich stellen muss. Und da habe ich auch sehr viel daran zurückgedacht, wie das war im Konzern, wenn man eine Rechtsabteilung hat, eine IT-Abteilung hat und allerhand Kollegen, die sich um Probleme kümmern, die auftauchen können. Und wie bist du damit dann umgegangen? Auch wieder übers Vernetzen, ehrlich gesagt. Also ich bin da auch über die sozialen Medien auch mit vielen Leuten in Kontakt getreten. Es gab da auch viele Gruppen, in denen Selbstständige sich dazu ausgetauscht haben. Auch Jimdo hat auch super gut unterstützt an der Stelle, wo ich auch sehr dankbar für bin. Immer noch, wie muss ich mich jetzt aufstellen? Was kann ich tun? Was sind meine Pflichten? Und so weiter. Aber das war wirklich ein Punkt für mich, wo ich kurz überlegt habe, ich lasse es einfach. Ich mache den Laden wieder zu. Und doch hast du durchgehalten und dich da durchgewurschtelt, oder? Ja. Wie das Selbstständige immer so machen. Ja, total. Sehr cool. Was bedeutet denn Selbstständigkeit für dich? Also es bedeutet für mich zum einen Freiheit auf jeden Fall. Also zum einen im Sinne der Vereinbarkeit. Ja, ich kann mir selbst überlegen, wann und wie ich arbeite, dass es zu meinen Lebensumständen passt. Zum anderen, was ich auch wahnsinnig schätze, Freiheit in dem Sinne, dass ich mir auch aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeite. Ja, ich habe eben nicht die festen Kollegen, sondern ich kann mir meine Wunschpartner in der Regel zu Projekten dazu holen, was ich sehr genieße und was mir viel Freude macht. Und außerdem
kickt mich auch total diese Abwechslung, ja, die ich erfahren darf in diesen Website-Projekten, dass ich eben so viele verschiedene Leute aus verschiedenen Branchen begleiten kann für eine bestimmte Zeit, da eintauchen kann in die Themen und dann aber auch wieder aussteigen kann. Also das ist das, ja, was mir wahnsinnig viel Spaß macht daran. Das kann ich auch mega gut nachvollziehen. Und wenn du auf Menschen triffst, die sich selbstständig machen, was würdest du denen jetzt mit an die Hand geben? Also ich glaube, mein Tipp wäre, denk wirklich mal vernünftig über deine Positionierung nach. Überleg dir genau, ja, welche Nische du bedienen willst. Biete nicht zu viel auf einmal an, vielleicht am Anfang. Und dann starte aber auch einfach. Ja? Also das wird nie fertig sein. Genauso wie eine Website nie fertig ist, ist auch eine Positionierung niemals wirklich fertig. Ja? Sondern entwickelt sich auch weiter mit der Zeit, mit deinem Business, mit dir selbst. Gibt es so eine Sache, auf die du in deinem bisherigen Unternehmertum so richtig stolz bist? Ja, ich bin stolz darauf, dass ich mich so gut vernetzt habe und so sichtbar geworden bin, dass ich heute wirklich mich nicht mehr so viel darum sorgen muss, neue Kundenanfragen zu bekommen, neue Projekte zu bekommen. Das ist eine Sache, auf die ich stolz bin. Und ich bin stolz darauf, dass ich mich ehrenamtlich nebenbei auch fürs Netzwerken engagiere. Da sprechen wir vielleicht noch ein bisschen später drüber, mit einem Netzwerk für selbstständige Mütter hier in Hamburg, mit den Business Moms. Darauf bin ich auch sehr stolz. Super, dann ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, dir auch.